Einer der Ausstellungsebenen der Sammlungsausstellung Enjoy, das sind die Themenfelder von Abstraktion, Natur und Körper von zentraler Bedeutung. Das sind insgesamt in der Kunstgeschichte sehr wesentliche Themen und Motive, für die besonders in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts neue Darstellungsformen gefunden wurden. Das war eine Zeit gesellschaftspolitischen Wandels und sozialen Umbruchs. Und diese Entwicklungen spiegeln sich auch in der Kunstgeschichte dieser Zeit wider. Wir zeigen hier auf dieser Ebene Hauptwerke aus diesen Kunstbereichen und konfrontieren sie mit Arbeiten jüngerer Künstlerinnen, die sich wiederum mit diesen Themenfeldern des Natürlichen, des Abstrakten und des Körperhaften auseinandersetzen. Auf eine andere und neue Art und Weise, weil sich inzwischen ja auch die Zeiten geändert haben, klarerweise. In den 60er und 70er Jahren war auch die feministische Kunst ganz wichtig. Positionen, in denen Künstlerinnen patriarchale Strukturen kritisiert haben in ihren Werken. Beispielhaft hier ist Wally Export, die hier mit einigen Videos vertreten ist, gegenübergestellt einer Künstlerin aus Kroatien, Sanja Ivekovic, die sich auch beschäftigt hat mit einem medial vermittelten Frauenbild und mit der Realität, mit der sich die Frauen in Wirklichkeit auseinanderzusetzen hatten. Der Kosmos war in den 60er, 70er Jahren im Zeitalter der Raumfahrt ein sehr positiv besetztes Thema, das mit Utopien verbunden war. Künstler wie Stano Filko oder Julius Koller in der Slowakei haben den Kosmos definiert als eine Gegenwelt zum real existierenden Sozialismus, als eine alternative, potenziell offene Welt. Dieses Verhältnis von Kunst und Kosmos hat sich inzwischen verändert. Sonja Leimer ist zum Beispiel vertreten mit einer Arbeit, die den Space Junk, also den Raummüll, der durch die Satelliten verursacht wird, thematisiert.